Wir erheben uns zum Eröffnungsgesang. Unser Leben ist heute ein Fest. Unser Leben sei ein Fest. Jesu Geist in unserer Mitte. Jesu Werk in unseren Händen. Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest. In dieser Stunde und jeden Tag. Unser Leben sei ein Fest. Jesu Hand auf unserem Leben. Jesu Licht auf unseren Wegen, Jesu Wort als Quell unserer Freude. Unser Leben sei ein Fest in dieser Stunde und jedem Tag. Unser Leben sei ein Fest. Jesu Kraft als Grund unserer Hoffnung, Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft, Jesu Wein als Trank neuen Lebens. Unser Leben sei ein Fest in dieser Stunde und jeden Tag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus, der Herr, der unser Leben hell macht, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Erstkommunionkinder allesamt, hurra, die Erstkommunion ist da. Ein kleines Wunder, das wir jetzt gerade beginnen zu erleben, nach einem langen Jahr voller Turbulenzen in der Vorbereitung. Tapfer habt ihr alle mitgemacht, die Kinder und liebe Mütter und auch Väter, liebe Eltern, auch ihr. Sehr wohl haben wir uns gefühlt in unserem gemeinsamen sich beschäftigen und herantreten an dieses Glaubensgeheimnis, das wir jetzt feiern. Einfach nur Dankbarkeit, dass wir jetzt heute bei diesem strahlenden Wetter da sein können und für euer ganzes Leben die Erstkommunion jetzt empfangen. Die Kinder werden uns jetzt selbst begrüßen, so laut sprechen, als ob gar kein Mikrofon da wäre. Ein ganzes Jahr haben wir uns auf den heutigen Erstkommuniontag vorbereitet. Nun ist er da. Unser Herz ist voller Freude. Wir sind bereit, Jesus Christus zum ersten Mal im Leib Christi aufzunehmen. Wir Kinder feiern heute unser großes Fest der Erstkommunion. Dazu möchten wir unsere Familie begrüßen und unsere Frau Direktorin. Wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen seid, um mit uns zu feiern. Jesus lädt uns alle ein, seine Freunde zu sein. Jesus ist das Licht, das die Herzen aller Menschen hell macht. Deshalb lautet das Thema unserer Erstkommunion Jesus unser Licht. Auch wir Eltern haben uns vorbereitet. Wir haben über Jesus und unseren eigenen Glauben an Gott nachgedacht. Wir haben den Eifer und das Lernen unserer Kinder miterlebt. Nun freuen wir uns sehr über den heutigen Festtag. Wir Eltern haben die schöne Verantwortung, die Liebe zu Gott in den Herzen unserer Kinder zu wecken und mit unserem Vorbild zu fördern. Unsere Kinder dürfen jetzt bei jeder heiligen Messe Jesus in der heiligen Kommunion empfangen.
Wir wollen gerne als Familie teilnehmen an seinem heiligen Mahl mit uns, seinen Freunden. So bekommen wir Kraft für unsere Seele und das verborgene Gottesleben kann in uns wachsen. Danke für diese schöne Begrüßung durch den Mund der Kinder und der Eltern. Hier seht ihr noch einmal unser Plakat, das uns begleitet hat. Jesus, du unser Licht. Jeder Mensch, der von Jesus erleuchtet wird, wird zur Sonne in dieser Welt. Doch manchmal verdunkeln wir dieses Licht der Liebe. Das Einzige, was wir nicht mehr geschafft haben, war das Aufpolieren der Seele, wie wir es für nächste Woche bei der Generalprobe geplant hätten. Wir beten anstelle dessen jetzt das kleine Schuldbekenntnis und bitten um Verzeihung, wo wir in Gedanken, Worten und Werken manchmal achtlos, lieblos sind. Die Großen werden uns hier helfen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarmt sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach und er führe uns zum göttlichen Leben. Amen. Jetzt, wenn wir bekannt haben, hat Gott alle Möglichkeiten, uns zu verzeihen und das Herz zu erleuchten. Drei Kinder, die Nadine, der Beth und die Amelie, werden jetzt unsere Kyrie-Rufe aussprechen und wir singen das Herr, erbarme dich, dieses Herr, umarme mich, damit alles wieder gut ist. Wie Eltern es bei den Kindern machen, dass sie sicher glauben, dass es wieder verziehen ist, an sich drücken, umarmen und dann fröhlich wegspringen lassen. Jesus, du hast mit deinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert und gemeinsam gegessen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Jesus, heute lädst du uns Erstkommunionkinder zu diesem Festmahl ein. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Jesus, du lässt uns immer wieder spüren, dass wir an deinem Tisch willkommen sind. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. So können wir frohen Herzens Gott das Bravo singen, das Bravo Bravissimo. Die Eltern können ruhig mitmachen, aber bitte setzen, dass alle die Kinder sehen. Die bleiben stehen. Bravo Bravissimo, Ehre sei Gott. Bravo Bravissimo. Du hast die Erde so herrlich erschaffen. Gott, du bist toll, du bist so wundervoll. Sonne und Sterne, die Tiere, die Menschen. Gott, du bist toll, du bist so wundervoll. Sing alle Halleluja, deine Kinder, das sind wir, sing alle Halleluja, deine Kinder, das sind wir. Bravo, bravissimo, Ehre sei Gott.
Bravo, bravissimo, Ehre sei dir, oh Gott. Bravo, bravissimo, Ehre sei Gott. Du hast uns Jesus als Retter geschenkt. Gott, du bist toll, du bist so wundervoll. Er ist der König und liebt alle Menschen. Gott, du bist toll, du bist so wundervoll. Sing alle Halleluja, deine Kinder, das sind wir, sing alle Halleluja, deine Kinder, das sind wir. Bravissimo, Ehre sei Gott. Bravo, bravissimo, Ehre sei dir, oh Gott. Bravo, bravissimo, Ehre sei Gott. Lasset uns beten. Guter Gott, du bist Licht und Freude. Dein Licht erleuchtet auch uns. Deine Freude schenkt auch uns Mut zum Leben. So bitten wir dich, beschenke uns stets mit deinem Licht und mit deiner Freude, damit alles Dunkle in uns und um uns überwunden wird. So bitten wir durch Jesus Christus, der das Licht der Welt ist, er, der mit uns lebt, heute und morgen und bis in alle Ewigkeit. Amen. Zwei Kinder werden uns jetzt das Wort Gottes des heiligen Apostels Paulus vortragen. Es beginnt der Wortgottesdienst. Simon und Leonie. Simon beginnt. Wir setzen uns. Der Apostel Paulus schreibt in einem Brief an die Leute der Stadt Ephesus: Liebe Brüder, ihr habt einst in der Finsternis gelebt, jetzt seid ihr aber in der Taufe durch Jesus Christus zum Licht geworden. Darum lebt als Kinder des Lichtes. Dieses Licht bringt Gutes hervor und richtige Taten. Prüft alles im Leben, ob es Jesus Christus gefällt. Geht nicht in der Finsternis. Nutzt die Zeit, Licht für diese Welt zu sein. Und sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gottes Licht, das ist so wunderbar groß, so hoch, was kann höher sein, so, was kann tiefer sein, so weit,
was kann weiter sein, so wunderbar groß. Wir singen jetzt das Klatsch-Halleluja, das Bravo-Gott-Hallel-Jaweh. Bravo, du sprichst zu uns. Ausnahmsweise bitten wir euch noch sitzen zu bleiben, damit auch hier die Kinder, die stehen, euch unser Halleluja vorzeigen können. Es beginnt links oben. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geiste, aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen. Er wird das Licht des Lebens haben. Und in seiner Bergpredigt sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt groß und klein. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja. Halle, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Soll ich jetzt eine Kinderpredigt halten? Dann bin ich aber so groß. Das ist mir zu hoch. Liebe Kinder, liebe große Erwachsene, die Kinder haben auch nicht gewusst, welches Jesuswort heute bei der Erstkommunion kommt. Und habt aufgepasst, Kinder. Zwei Sachen hat uns der Jesus gesagt. Zuerst einmal: Ich bin das Licht der Welt. Er selber ist das Licht für die ganze Welt. Wie gibt es denn das, dass ein Mensch das sagen kann? Ich bin das Licht für die ganze Welt und ich erleuchte alle Menschen. Kinder, stimmt das überhaupt? Ist der Jesus das Licht der Welt? Werden wir gleich beim Taufbekenntnis noch einmal wiederholen. Und wie gibt es das, dass der Mensch Jesus das Licht der Welt sein kann? Wer steckt dem Jesus drin? Bitte, Isabella. Gott steckt drin. Der Sohn Gottes. Und dann schaut es natürlich anders aus. Der Gott, der alles geschaffen hat, das ganze Universum mit allen Sonnen und Sternen, wie wir erst gesungen haben. Dieser Gott ist in Jesus ein Mensch geworden, um uns Menschen zu zeigen, wie Licht Gott ist. Und wo es Licht ist, das wissen wir ja schon, dort ist es angenehm. Haben wir heute schon die ganze Zeit erlebt. Übrigens, wenn wer stirbt, sagen wir auch, das ewige Licht soll ihm dann leuchten. Also Jesus ist wirklich
der uns zum ewigen Licht Gottes führen kann, weil er selbst dieses Licht ist. Einmal gibt es ja die Geschichte, schaut zu meiner Bibelsticker-Album-Folge nach, wo er bei seinen drei besten Freunden auf den Berg steigt. Und was passiert da mit ihm? Paul. Er hat zuerst gebetet und auf einmal wird das Gesicht von ihm schon wie eine Sonne und die Gewänder werden so weiß, wie es es auf der Welt gar nicht gibt. Da hat er mal kurz gezeigt, wer er wirklich ist. Der Gottessohn, voller Licht Gottes. Und dann geht es aber weiter. Jesus hat dann uns gesagt, wenn ihr von mir das alles lernt, dann werdet ihr das Licht. Wir haben hier ja nicht eine Sonne, wir haben hier ja 20 Sonnen. 19 Kinder sind jetzt hier, die Emma, die wir den Freistatt an die Heilige Kommunion bekommen. Wir sind keine Sonne, wir Menschen, aber wir sind wie die Sterne. Wenn uns die Sonne anleuchtet, dann sind wir auch ein Licht. Das heißt, wenn es uns gelingt, dass uns Jesus von innen her erleuchtet mit seinem Gutsein, dann wird es auf einmal in unserer Welt sehr hell, weil wir lauter Leuchten sind. Jesus hat das gesagt. Und in Kürze werden jetzt die Väter, ich hoffe, sie haben sich schon bereit gemacht, wenn ich zu reden aufhöre, ihre Kerzen nehmen, eure Taufkerzen, Kinder, die da vorne bei dieser Kerze angezündet wurden, als ihr ein Baby wart, bei der großen Jesuskerze. Und da ist schon den Eltern gesagt worden, Jesus wird euer Kind so erleuchten, dass es ein Kind des Lichtes wird. Ein Kind, ein Mensch, das alles Dunkle ins Licht Gottes bringt, erleuchtet, alles in die Liebe von Gott bringt. Wisst ihr, was schlimm wäre, Kinder, wenn wir getauft sind? Und was hat der Jesus da gesagt? Das Licht hat schon angefangen zu leuchten. Und was machen wir dann? Was hat er gesagt, der Jesus? Isabella, bitte. Und man stülpt dann ein Gefäß drüber, dass man es nicht mehr sieht, dass wir eigentlich leuchten sind. Jetzt überlegen wir mal kurz, jeder von uns Getauften, die hier herinnen sitzen, die Kleinen und die Großen, wie ist das eigentlich bei mir? Hat bei mir wie ein Gefäß drüber gestülpt und es leuchtet noch gar nicht so richtig raus aus mir? Oder habe ich schon erlebt, dass ich Licht bin für die Welt und leuchte? Wir Erstkommunion-Klasse haben uns sehr bemüht, das zu lernen. Dass wenn immer wer was Dunkles macht, habe ich ja bei der Schülermesse schon gesagt, der Zweite nicht mit Dunklem antwortet und minus zwei Verlierer da sind auf einmal. Sondern dass wir aus dem Minus was machen, Kinder? Christoph. Und wie geht das? Indem wir nach oben schauen, zum Gott, am Kreuz, zum Jesus. Haben wir übrigens heute schon bei den Jubelbahn beim Ehesakrament angeschaut. Denn das ist der Trick, wenn ich im Streiten auf Jesus denke, was er jetzt zu dem sagt, was ich gerade denke und machen will, wenn ich es Gemeinem in Gemeinen zurückgebe, dann dreht sich der Finger automatisch mit der Gotteskraft und wir besiegen auf einmal das Böse, das uns irgendwer tut, mit dem Gutsein. Und da gibt es sogar zuerst einmal einen Gewinner, nämlich uns, und vielleicht sogar einen zweiten, wenn der andere das dann auch lernt, so zu sein. Das sollte für heute genügen. Jetzt bei der Heiligen Messe, beim Leib Christi, werden wir nur dieses eine anschauen. Da Jesus nimmt das Minus, das die ganze Welt drin steckt, wenn die Menschen zu den anderen nicht gut sind, egoistisch sind, hartherzig sind, und er macht das große Kreuz draus. Stirbt zwar dabei, aber
besiegt dabei das Böse und wird von Gott auferweckt und ist ab jetzt das große Zeichen, wie wir die Welt zum Licht bringen können. Und darum bekommen wir ihn dann auch zu essen mit diesem Zeichen. Ich bin für dich gestorben, damit du als Lichtmensch lebst. Das genügt jetzt. Jetzt bitte ich, dass die Kinder herausgehen und sich rund um den Altar stellen und die Väter langsam folgen und dann das Licht für ihre Taufkerzen empfangen und sich hinter die Kinder stellen. Liebe Kinder, mit euren Papas hinter euch, seid ihr erinnert, dass eure Eltern und auch eure Paten bei der Taufe für euch das Glaubensbekenntnis gesprochen haben. Ihr konntet es noch nicht, ihr wart noch zu klein. Jetzt aber seid ihr schon groß genug geworden. Jetzt könnt ihr schon selbst antworten. Bei der Erstkommunion dürft ihr zum ersten Mal selber Gott euer Ja sagen. Als Stellvertreter Jesu werde ich euch jetzt fragen, ob ihr zum guten Ja sagen wollt, für immer zu Jesus gehören wollt und zum bösen Nein. Gerade halten. Und schauen, welche Lichtmenschen wir werden sollen. So frage ich euch, glaubt ihr an Gott, den Vater, der die Welt so schön erschaffen hat und der uns in der Taufe jeden bei seinem Namen gerufen hat, weil er uns liebt? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen Sohn, der uns sein Leben geschenkt hat, seinen Tod und seine Auferstehung und der sich uns immer im Leib Christi schenkt? Ich glaube. Glaubt ihr auch an den Heiligen Geist? Das ist der Liebestrom vom Gott, der uns Freude im Herzen schenkt, der uns hilft, unsere Mitmenschen, besonders unsere Familie, unsere Geschwister zu lieben, das Gute zu tun und der für uns für immer glücklich machen kann. Ich
glaube. Keiner kann allein leben und keiner kann allein glauben. Miteinander sind wir alle unterwegs als Gottesfamilie. Glaubt ihr auch an die Gemeinschaft der katholischen Kirche? Ich glaube. Jesus hat uns lieb. Er möchte, dass wir immer glücklich sind. Er weiß aber auch, dass wir immer wieder auf die Lügen des Bösen hereinfallen. Heute, am Erstkommuniontag, wollen wir Jesus versprechen, zum Bösen Nein zu sagen, ihm zu widersagen. Widersagt ihr dem Bösen und allen seinen Lügen? Ich widersage. Wollt ihr, so wie Jesus, Gott ganz gern haben, oft an ihn denken und gern mit ihm sprechen? Ich will es. Wollt ihr, so wie Jesus, die Menschen gern haben, eure Eltern und Geschwister, eure Freunde, Lehrer und Mitmenschen Freude machen? Ich will es. Wollt ihr, so wie heute, oft die heilige Messe mitfeiern und das Gottesleben in uns wachsen lassen? Ich will es. Das ist unser katholischer, christlicher Glaube. Danke, Kinder, dass ihr selber das jetzt gesprochen habt. Jetzt singen wir noch das Lichtlied, das dann für uns passt. Du bist das Licht der Welt. Dabei löschen wir allerdings die Kerzen, damit das Wachs trocknet und leuchten selbst. Du bist der Glanz, der uns unseren Tag erhält. Alle mitsingen. Du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht. Trink selber in uns ein. Du bist der Stern in der Nacht, der allem Finsteren wehrt. Bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verziert. Du das Licht der Welt, so wie die Sonne stets den Tag bringt nach der Nacht, wie sich auf nach Regenwetter immer wieder lacht, wie sie trotz der Wolkenmauer uns die Helle bringt und doch nur zu neuem Aufgehen sind. Großer Aufgang. Du bist das Licht der Welt, du bist der Glanz, der uns unseren Tag erhält. Du bist der Freudenschein, der uns so glücklich macht, dreh selber in uns ein. Du bist der Stern in der Nacht, der alle Finsteren wehrt. Bist wie ein Feuer entfacht, das sich aus Liebe verzehrt. Du das Licht der Welt. Wir bleiben noch stehen, die Väter nehmen die Taufkerzen wieder an sich und gehen bitte in Schlange, in einer Zweierreihe auf ihre Plätze. Wer sich erinnert, liebe Eltern, es sind ja die ersten Kinder hier in Schönau, die ich selbst taufen durfte, eure Kinder, haben wir damals schon gesprochen und habt ihr damals schon die Taufkerze in die Hand bekommen? Bitte, Männer, eure Frauen bemühen sich so schön, dass die Kinder offen werden für Gott. Aber erst wenn der Papa
auch zeigt, dass ihn der Gott interessiert, dann wird es so richtig stark bei den Kindern. Väter, schaut drauf, dass das Licht Gottes in euren Häusern Platz bekommt und staunt, wie lichtvoll eure Kinder dann werden. Die Fürbittenkinder bleiben jetzt draußen, die anderen gehen in Schlangenlinie auf ihre Plätze zurück. Fürbitten lesen der Fabian, die Isabella, der Paul, die Selina, die Vanessa, der Dominik, eine Mutter und ein Vater. Kinder bleiben stehen, die Erwachsenen bitte im Sitzen mitbeten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir und bitten dich durch den Mund der Kinder. Jesu, du kommst heute zum ersten Mal im Leib Christi zu uns. Lass uns spüren, dass du immer bei uns sein willst. Jesu, unser Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, Menschen voller Liebe braucht unsere Welt. Erleuchte unsere Herzen. Jesus, unser Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du Nahrung für unser Gottesleben, lass uns dich immer mit großer Freude empfangen. Jesus, unser Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du Licht des Lebens, lass die Freude über den heutigen Tag noch lange dauern. Jesus, unser Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, wir wollen für uns alle bitten, dass wir frohe Christen sind und diese Freude auch weiter schenken. Jesus, unser Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, bitte mach, dass wir, Jesus, Freunde, uns immer für das Gute einsetzen, damit das Leben vieler Menschen heller wird. Jesus, unser Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du hast uns unsere Kinder anvertraut als kostbarste Gabe auf Erden, damit wir sie beschützen. Lass uns zu Hause für eine Umgebung sorgen, in der du mitten unter uns wohnen kannst. Jesus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du Licht der Welt, behüte alle Christen unserer Gemeinde, unsere Familien und vor allem unsere Kinder, die wir dir besonders ans Herz legen wollen. Jesus, unser Licht. Wir bitten dich, erhöre uns. Möge jetzt jeder in einer kurzen Stille seine eigene größte Bitte vor Gott hinbringen, was wir uns am meisten wünschen heute. Jesus, unser Licht, wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus gesandt hast, der die ganze Welt erleuchtet. Christus, unser Bruder und Herr. Amen. Die erste Halbzeit unserer Feier ist zu Ende. Es steht 1-0 für uns bei den Fußballern. Denn den ersten Elfmeter, den haben wir hineingebracht. Wir wissen immer noch, was Jesus gerade zu uns gesagt hat als frohe Botschaft. Was für Menschen wir werden können mit ihm. In der zweiten Halbzeit zeigt das uns jetzt vor. Ich bitte jetzt drei Kinder bei der Gabenbereitung uns ihre Gedanken zu sagen und drei Kinder uns die Zeichen zu geben. Anna, Celine und Marissa und Johannes Steller und Fabienne werden uns zeigen, welche Gaben wir zum Altar bringen.
Wir bringen Brot, das ein wirkliches Nahrungsmittel für uns ist. Jesus wollte im Zeichen des Brotes bei uns bleiben. Er ist für uns so wichtig wie Brot. Wir bringen den Wein zum Feiern des Festes. Jesus will, dass wir mit einem Herz voller Licht in Freude leben können. Wir bringen diese Blumen, die Schönheit der Natur zeigt uns Gottes große Liebe zu uns Menschen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, durchdringe mit diesen Gaben von Brot und Wein unser Leben, damit wir empfänglich werden für deine Liebe und für dein Licht. So bitten wir durch Christus, der das Licht der Welt ist und der mit uns lebt, heute und morgen, alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Jeder von uns liegt jetzt am Altar, eine Hostie und wie es uns gerade geht. Und Jesus wird sich mit uns verbinden und uns trösten, wo wer gemein ist und uns verzeihen, wo wir gemein waren und uns erinnern, dass er uns als ausfüllt als Ganze. Ab der Wandlung können wir Jesus hier stehen, sehen und anbeten, seinen Liebestrom zu uns lassen. Bereiten wir dafür unser Herz. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, zu danken. Es ist recht, dich zu preisen. Denn du bist der lebendige und wahre Gott, du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte, alles hast du erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung allen Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen, und erfreust sie alle mit dem Glanz deiner Liebe. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang.
Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Ins Herz lass mich leuchten, gib mir Liebe ins Herz mit dir. Herr, du selbst bist das Licht, das erleuchtet, darum scheine du nun selbst durch mich. Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn der Welt. Sing Hosianna, sing Hosianna, sing Hosianna zu dem Herrn. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, so bitten wir dich. Knien uns und machen uns klein vor diesem Gott, der sich zu uns herabbeugt, in dieses Brot kommt. Sende deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis immer zu feiern. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, liebte er sie, bis sie vollendet sind. Und als die Stunde kam, da er verherrlicht werden sollte und sich aus freiem Willen dem Kreuz unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wir machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus gibt seinen Leib für uns am Kreuz. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir machen ein großes Kreuzzeichen. Jesus vergießt sein Blut für uns am Kreuz. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit Werken des Lichts. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut, lass uns ihm ähnlich werden, lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen und mit allen Brüdern und Schwestern
die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde, führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch weit weg sind von dir. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten für unsere verstorbenen Familienangehörigen und Freunde. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Denk an diesen Moment an unseren kleinen Märtyrer von Schönau, der mit 3 Jahren verstorben ist. Auch an den Benjamin und viele andere. Vater, erbarm dich über uns alle, deine Kinder, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir die Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zum Tischgebet. Wir wollen das Gebet beten, das Jesus selbst uns gelehrt hat. Und wir wollen es heute gemeinsam singen. Leider können wir uns nicht die Hände reichen, aber doch mit gemeinsamen Herzen auch den Sicherheitsabstand wieder einnehmen, wo er ein bisschen zusammengerutscht ist. Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Plötzlich kam der auferstandene Jesus mitten unter seine Jünger und zeigte ihnen seine gesunden Wunden. Er ist jetzt mitten unter uns in der heiligen Kommunion. So bitten wir ihn: Herr Jesus,
Schau nicht auf unsere Sünden, Lieblosigkeiten, Egoismen, die uns trennen. Schau auf unser Hoffen, Glauben und Lieben und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Corona hat uns was Neues gelernt. Anstelle dem Händedruck lernen wir einander in die Augen zu schauen, als Zeichen der Verbundenheit und der Vergebungsbereitschaft. Gebt euch dieses Zeichen des Friedens. Es ist soweit, die Erstkommunionkinder kommen heraus, während wir das Lamm Gottes singen. Du nimmst die Glocke und gehst nach hinten zur Wiese. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, Jesus im Leib Christi, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt in der Welt leuchten. Kinder, die Stunde ist da. Jesus ist da. Ihr seid alle gut vorbereitet. So können wir auch die schöne Kommunion empfangen. Ihr öffnet euren Mund und lasst Jesus in euch hineinkommen, in euer Herz. Wenn die Kinder kommuniziert haben, ist auch die Möglichkeit, im Mittelgang nach vorne zu kommen und links und rechts bitte wieder zurückzugehen und auch im hinteren Teil in aller Vorsicht und mit allem Abstand. Wir aber wollen uns jetzt auf die heilige Erstkommunion konzentrieren. Der Leib und das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben.
Während der Chor kommuniziert, hören wir von einem Paten einen kleinen Meditationstext, bevor wir dann gemeinsam den Dankgesang singen. Vater im Himmel, bei der Taufe unserer Kinder haben wir das Patenamt übernommen. Wir haben versprochen, mitzuhelfen, dass aus unseren Kindern gute Christen werden. Du, Vater, weißt, was wir versucht haben und was gelungen ist. Seit der Taufe steht der Name von unseren Patenkindern im Buch des ewigen Lebens. Nun sind sie Erstkommunionkinder, das verborgene Gottesleben, das sie in der Taufe zugesagt bekommen haben, soll durch das Empfang des Leibes Christi wachsen. Bitte lass alle dazu beitragen, dass dieser Tag ein schöner wird. Hilf, guter Gott, dass unsere Patenkinder den Glauben immer besser kennenlernen und unser eigenes Beispiel ihnen dabei hilft. Schenke unseren Patenkindern durch die Teilnahme an der Heiligen Messe, dem Festmahl mit Jesus, eine tiefe Freude am Glauben, eine herzliche Freundschaft mit dir und die Bereitschaft, oft diese Speise für unsere Seele zu empfangen. Den Segen begleite uns. Amen. Spüren, wenn wir jetzt leiblich und geistlich aufnehmen durften, wer uns in sich aufgenommen hat. Vor dem allgemeinen Dankgesang werden uns die Kinder noch zeigen, wer denn zu uns gekommen ist. Wir stehen auf, Kinder, und singen unser Lied: Hast du den Mann aus Nazareth gesehen? Ja, wir haben ihn gesehen in dieser Stunde. Aber bitte ordentlich allen davon erzählen. Laut singen. Unser Lied geht so. Hast du den Mann aus Nazareth gesehen, der wollte hier vorübergehen und dich besuchen kommen? Jesus, hast du den Mann aus Nazareth gesehen, der wollte hier vorübergehen und dich besuchen kommen? Jesus, ja, er klopft an deine Herzenstür, will eingeladen sein, will Gemeinschaft mit dir haben, mit dir teilen Brot und Wein. Ja, er wünscht, die Tür wär offen und dein Herz wär bereit für das neue Leben mit Jesus. So lasst uns gemeinsam singen: Jesus kommt nicht alleine, unzählbar viele Engel sind um ihn. Haben wir das schon gesungen? Die unzählbar vielen Engel. Du bist heilig, immer gut.
bist heilig, ganz vollkommen, du bist wunderbar. Lasset uns beten, Herr unser Gott, was wir jetzt im heiligen Mahl empfangen haben, dich selbst mit deiner Liebe und Kraft, hilf uns weiterzugeben an unsere Mitmenschen und so Licht für die Welt zu werden. So bitten wir dich, der du das Licht der Welt bist, Jesus Christus, der mit uns lebt, heute und morgen und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. Wir dürfen uns nochmal niedersetzen. Hatte ich am Anfang gesagt, hurra, der Tag ist da. So dürfen wir jetzt sagen, es ist vollbracht. Ich danke euch allen, die ihr mitgeholfen habt, am meisten den Kindern selbst. Kinder, hat es euch Spaß gemacht? Ja. Passt. So eine begeisterte dritte Klasse habe ich überhaupt noch nie gehabt in Schönau. Und wir hatten schon viele begeisterte Klassen. Kein Schaden ohne Nutzen. Bitte zieht mir das durch die ganze dritte Klasse so weiter. Danke den Eltern, ihr wart Kinder, wie waren eure Eltern? Spitze, super. Habt wirklich sehr schön mitgemacht. Und vor allem euch ist es zu verdanken, dass wir jetzt in 3 Tagen das so drehen durften, dass wir eine sehr schöne Erstkommunion jetzt miteinander erlebt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein kleines Wunder mit dem Zupacken aller Beteiligten. Ich danke euch allen. Jetzt aber wollen wir den Segen Gottes empfangen, denn jetzt haben wir genug gebetet. Jetzt singen wir noch das Segenslied, während ihr schon im Mittelgang euch aufstellt. Dann begrüßen wir, verabschieden wir uns noch vom Jesus im Tabernakel und ziehen, Kinder, nicht zum Frühstücken, aber zu einem Nachmittagskipferl. Der Herr sei mit euch. Singen wir das Segenslied. Thank you.
der Musikgruppe, danke unserer Musik, die uns darüber gespielt hat, danke unserer Frau Direktorin, die ich schon gesehen habe, und der neuen Klassenlehrerin, die auch noch das Glück gehabt hat, an diesem heutigen Sonntag hier dabei sein zu können und dass ihr schon gesungen habt mit den Kindern. Danke allen. Ab morgen gelten die Verordnungen der österreichischen Bischofskonferenz für die Kirchen in Abstimmung mit der Behörde des Staates. Ab morgen werden wir für einige Wochen, hoffentlich nicht länger, jeden Gottesdienst hier nur mit ständigem Mund-Nasen-Schutz feiern können. Kinder, dann könnt ihr eure Maske auch noch einmal ausprobieren. Aber nicht beim Erstkommunion-Gewand. Und euch Erwachsenen bitte ich, wir lassen uns durch so ein Hindernis bitte nicht abschneiden von den Sakramenten und von den Hilfsangeboten der Kirche. Es gibt Gegenden in unserer Welt, da sind ganz andere Hindernisse zu überwinden, damit man zur Kirche kommen kann und zu einer Messe. Ich bitte euch, gebt ein Zeichen, dass wir wissen, wen wir empfangen und wie wir ihn empfangen, unabhängig, wie die Umstände sind. Aber lasst uns beten, dass sie bald besser werden. Dafür erbitten wir jetzt den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der heiligen Familie segne euch, eure Familien, alle, die zu euch gehören, alle, denen wir auf unserem Weg begegnen, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Einen frohen Erstkommunion-Tag, geht hin in Frieden und Freude.